So, herzlich willkommen jetzt hier zum endlich ersten vernünftigen Video wieder seit 2 Monaten auf meinem Kanal. Und zwar zu einem Bundesliga dritter Spieltags FIFA Orakel ich tippe Video. Ich habe auch überhaupt keinen Namen, wie ich diese Videoserie, wenn ich sie denn weitermachen sollte, nennen soll. Der Name, den ich mir gerade ausgedacht habe, sagt aber schon relativ viel über diese Serie aus. Und zwar werde ich den ganzen Spieltag, den ihr gerade schon vor euch seht, in FIFA vorspielen. Mit möglichst den richtigen Aufstellungen. Allerdings ist dann natürlich wieder klar, dass das nicht immer so ganz funktionieren kann. Und zudem werde ich dann das FIFA-Ergebnis halt natürlich dann als Orakel so sehen. Und dann werde ich noch mal dagegen tippen. Und dann wäre mal interessant, wer da besser abschnitt, die Unlogik von FIFA oder ich. Das Ding bei der Sache ist, ich werde immer die Heimmannschaften spielen. Also ich werde nicht einfach nur Computer gegen Computer spielen lassen, weil dann kann ich euch jetzt schon mal im Voraus sagen, das wird in 90% der Fälle 0-0 werden. Und da ich keinen Bock, deswegen spiele ich immer die Heimmannschaften auf Legende. Ich war jetzt die letzten 2 Monate auf FIFA nicht so wirklich aktiv, hat man auch gemerkt. Also wenn man jetzt denkt, ach, wenn du das Heimteam spielst, gewinnst du doch sowieso jedes Spiel. Nee, ist nicht der Fall gewesen, kann ich jetzt schon mal im Voraus sagen. Die Serie ist jetzt halt einfach so mal ein ganz neues Projekt. Das ist wirklich die Pilotenfolge. Die ist noch nicht optimal, die ist auch noch nicht komplett. Das Ding ist, es sind heute nur die ersten 5 Spiele, also das Freitagsspiel und 4 der 5 Konferenzspiele. Die letzten 4 Spiele, so Bayern, Leverkusen und so, die kommen erst morgen, weil, wie ihr gerade schon seht, diese 5 Spiele nehmen jetzt schon, keine Ahnung, ich glaube fast 20 Minuten ein. Ja, ich glaube schon. Das wäre ein bisschen viel, wenn ich jetzt noch die anderen 4 Spiele gemacht hätte, dann wären es, na, 35 Minuten wahrscheinlich doch geworden. Es wäre ein bisschen viel für mein Internet momentan gewesen und das will ich dir nicht antun und das will ich auch mir und euch nicht antun, denn habe ich die Befürchtung, dass der Upload sowieso erstmal 15 Stunden dauert und dass dann der Upload einfach zwischendurch abkackt und dann, nee, das ist behindert. Deswegen habe ich erstmal versucht, jetzt so einen Zweiteiler draus zu machen, hat nichts mit irgendwie mehr Geld machen zu tun, darum geht es mir überhaupt nicht, nur weil das erstmal vorbeugen, dass solche Kommentare kommen, hat nichts damit zu tun. Aber es geht natürlich vor allem darum, ich möchte eigentlich zu jedem Spiel, was gerade im Hintergrund läuft, wie ihr sehen könnt, was sagen. Ich will natürlich auch mal klären, deswegen geht das bei Wolfsburg und Schalke gerade noch nicht ganz so gut. Wenn ihr Vorschläge, Verbesserungstipps und sowas habt für diese Serie, wie ihr sie euch wünschen würdet oder ob sie euch überhaupt euch gefällt oder ihr sagt, Digga, lasst es sein, das ist behindert, dann einfach in die Kommentare. Also da bei der ersten Folge bin ich auf jeden Fall auf eure Kommentare angewiesen und ich möchte auch eigentlich, dass ihr selber mal in den Kommentaren, vielleicht wenn ihr Bock habt, den ganzen Spieltag tippt. Ich werde nur nicht bearbeitete Kommentare werten. Also wenn da steht bearbeitet, dann ist sowieso schon vorbei. Deswegen seid euch sicher, dass ihr schon die richtigen Tipps abgibt und nicht dann im Endeffekt bearbeitet, weil dann kann ich auch denken, dass ihr das nach dem Spieltag gemacht habt und dann zählt das sowieso nicht. Deswegen, weil ich habe auch Bock, eigentlich nach jedem Spieltag, so am Montag oder Dienstag, so einen Bundesliga-Spieltagsrückblick zu machen, aber auch nur, wenn ihr Bock darauf habt, natürlich. Und da würde ich vielleicht so hin und wieder auch ein paar Gäste von euch jetzt einladen. Also hin und wieder mal Maxi oder auch Jan, Ron, wenn sie Bock haben. Aber wie gesagt, auch mal vielleicht welche von euch. Und da würde ich es einfach so machen, der am besten getippt habt, hat dann irgendwie auch so einen Anrichter drauf, mehr oder weniger. Wird nicht immer sein, deswegen nicht, wenn ihr jetzt gewinnt, sauer sein, dass ihr dann vielleicht nicht drankommt, aber ich werde das auf jeden Fall hin und wieder mal versuchen. So, jetzt können wir ja zum Wolfsburg-Schalke-Spiel kommen. Ist ein super Freitagsspiel. Normalerweise sind ja Freitagsabendspiele so, eher fragwürdige Partien, die man sich nicht unbedingt geben muss, wenn man nicht gerade Fan der Mannschaft ist. Aber Wolfsburg gegen Schalke hat schon wirklich was, muss ich sagen. Beide Mannschaften noch nicht da, wo sie hätten sein können am Anfang der Saison. Wolfsburg hat Punkte jetzt gegen Köln liegen lassen, meiner Meinung nach, weil sie da völlig nicht funktioniert haben. Und Schalke gegen Darmstadt, weil sie es auch irgendwie nicht geschissen gekriegt haben. Übrigens, hier hätte eigentlich ein Tor für Wolfsburg fallen müssen durch Kruse, aber meine Elgato war gut. Das Geile ist, das war nur einmal. In den ganzen Aufnahmen. Nur einmal. Zumindest in der ersten Folge. Das ist schon mal Props an meine Elgato, dass es nur einmal passiert ist. Also hier steht es gerade 2-2 zwischen Wolfsburg und Schalke. Ich habe das Spiel sogar zweimal aufgenommen, weil das erste Spiel habe ich am Mittwoch aufgenommen. Und dann beim Champions League gucken, doch, am Mittwoch. Und dann habe ich festgestellt, dass der Bruder einfach gewechselt ist und der hat ihn natürlich noch aufgestellt. Richtig behindert. Aber solche mega krassen Aufgaben habe ich auf mich genommen, um das Spiel einfach zweimal zu spielen. Ich spiele übrigens immer 8 Minuten lang, weil 10 Minuten sind deutlich zu lang.
aber 6 Minuten sind wieder deutlich zu kurz und deswegen habe ich mich jetzt einfach auf 8 Minuten geeinigt. In diesem Spiel ist das ist jetzt vorbei. Arne hat nochmal die Latte getroffen in der 90. Spielminute und Schalke gewinnt 3:2 am Freitagabend in Wolfsburg. Laut FIFA bin ich noch skeptisch, ob das denn so der Fall sein wird. Werden wir sehen. Erstes Samstagskonferenzspiel zwischen Köln und Hamburg, richtig. Aber ich wollte noch mal kurz auf Wolfsburg gegen Schalke hinaus. Wie gesagt, Wolfsburg jetzt vor allem ohne De Bruyne, es wird schon, das wird man merken, auch als gegen Köln De Bruyne nicht funktioniert hat, hat man das schon im Spiel der Wolfsburger gemerkt, da ging nicht mehr ganz so viel. Übrigens, beim Hamburger Spiel habe ich einen kleinen Fehler gemacht, und zwar Kleber soll eigentlich nicht spielen, sondern Jung in die Innenverteidigung und Katscher als defensiver Mittelfeldspieler. Wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Habe ich dann aber einfach so gelassen, weil es ja nicht so der krasse Unterschied ist. Aber Köln geht auch mal nach 3 Minuten hier in Führung. Es sind generell viele frühe Tore gefallen in den ganzen Spielen. Aber ist auch egal. Nochmal zu Wolfsburg gegen Schalke. Wolfsburg wird sich schwer tun in den ersten 2 Spielen, wahrscheinlich ohne De Bruyne. Die werden auf jeden Fall noch einen Ersatz holen. Mal sehen, wer das sein wird und wie sehr sich der schnell einbinden wird ins ganze Spielsystem von Wolfsburg. Ich glaube schon, dass Schalke wahrscheinlicher ist zu gewinnen in Wolfsburg. Hat zwar gegen Darmstadt mäßig gespielt, dafür gegen Bremen sehr gut, nicht 3:0 gut, aber schon sehr gut. Deswegen würde ich sagen, wenn einer gewinnt, würde es wahrscheinlich Schalke sein, aber ich habe glaube ich 1:1 getippt. Werden wir nochmal am Ende sehen, meine Tipps. Köln gegen Hamburg ist auch komisch. Köln hat sehr beeindruckt durch das 3:1 gegen Stuttgart und durch das 1:1 gegen Wolfsburg. Das 3:1 gegen Stuttgart, glaube ich, braucht man nicht drüber reden, war ein bisschen glücklich vielleicht. Gegen Wolfsburg haben sie generell gut gespielt, haben den Sieg leider nicht über die Zeit gebracht, sage ich mal. Aber trotzdem war das echt eine sehr gute Vorstellung. Also besser eigentlich als gegen Stuttgart, aber da haben sie halt die 3 Punkte geholt. Generell ist Köln momentan sehr gut dabei, würde ich behaupten. Also sind von Abstiegskampf, nach 2 Spieltagen kann man das sowieso noch nicht so wirklich sagen, aber sind sie momentan nicht so dabei, sondern ein bisschen weiter entfernt. Hamburg, ja, am ersten Spieltag die Bayern-Klatsche, war nicht anders zu erwarten. Und dann gegen Stuttgart auch halt einen mehr glücklichen Sieg. Man kann ja sagen, ja, das war Kampf und so. Nee, es war schon sehr glücklich. Also eigentlich haben sie Klein zu verdanken, dass sie den Sieg noch geholt haben, weil diese dumme gelb-rote Karte innerhalb von einer Minute, das ganze Stuttgarter Spielprinzip im Prinzip über den Haufen geworfen worden. Und das hat zumindest dann im Late-Game, sage ich mal, Hamburg in die Karten gespielt und haben halt einfach 2 Chancen gehabt. Hamburg hatte halt nicht so wirklich sonderlich viele Chancen. Haben halt ein paar Mal aufs Tor geschossen, 4-5 Mal und da war 3 Mal der Ball drin. Also was Tore angeht, man kann natürlich sagen, die haben jetzt schon 3 Tore mehr am 2. Spieltag als letztes Jahr, am 6. Spieltag. Das ist richtig, aber das waren trotzdem mäßig gut herausgespielte Tore und ich bezweifle, dass das auch so über die Saison hinweg weitergehen könnte. Und das sieht man auch hier gerade, FIFA, weil Hamburg hatte viele Chancen, vor allem durch Lasogga persönlich, aber viele Kopfbälle, zack, der dritte jetzt schon in Folge einfach vorbei innerhalb von 4 Minuten. Da muss ich sagen, hat FIFA schon ein bisschen Realismus gezeigt, auch dass Kleber eine dumme Aktion gemacht hat und dadurch das zum Elfmeter geführt hat, fände ich auch sehr realistisch. Also ich muss sagen, bei den meisten Spielen war ich sogar bei FIFA nicht ganz unzufrieden, wie es ausgegangen ist, sage ich mal. Ich würde jetzt aber sagen, bei Köln gegen Hamburg ist Köln dann doch schon der Favorit, weil einfach ein 3:1 gegen Stuttgart, was weniger, ich weiß nicht, ob es weniger glücklich ist. Hamburg hat ja die rote Karte gehabt, also Stuttgart hat die rote Karte gegen Hamburg gehabt. Ist schwierig, weil er gegen Stuttgart im Prinzip die bessere Mannschaft gewesen wäre, aber einfach allein, dass Köln 1:1 gegen Wolfsburg gespielt hat und das war noch unglücklich für Köln. Lag natürlich auch daran, dass Wolfsburg bescheiden gespielt hat. Allerdings, die Kölner haben das wirklich gut gemacht, hat viel gut über Horns Abstöße funktioniert und dann einfach irgendwie Modest auf Zoller. Zoller sowieso finde ich momentan überragend, hätte ich nicht gedacht, dass der nach seinem Missglück ja bei Köln, wo er dann noch ausgeliehen wurde nach Lautern, so nochmal einschlägt. Aber na gut, ist so, das Tor gegen Wolfsburg war auch von ihm wunderbar, kann man nichts gegen sagen. Ich würde sagen, dass Köln gewinnt, knapp, aber doch, die gewinnen schon. Da bin ich mir relativ sicher, allein schon. Ich meine, man hat einen Freischuss aus 19 Metern und man führt ihn so aus, dass nicht mal ein Torschuss zustande kommt. Das ist einfach nur eingenommen, weil es so symbolisch ist für das Hamburger Spiel. Und ich glaube, danach war das Spiel jetzt auch irgendwie vorbei, mehr oder weniger. Na, war es vorbei? Ich weiß es nicht. Doch, war vorbei. Ich springe einfach gleich zum nächsten Spiel, Mainz gegen Hannover. Super Sache. Ja, man merkt, in der ersten Folge ist es nie perfekt. Mainz gegen Hannover sind wir schon. Also, wie gesagt, zu Köln nochmal Hamburg. Ich würde sagen, Köln gewinnt das knapp mit 1:0.
einfach damit ich, oder gewinnen sie 2-0, ich weiß es nicht. Ich glaube, sage ich 1-0 für Köln. Mainz gegen Hannover, auch eine spannende Angelegenheit. Mainz am ersten Spieltag sang- und klanglos mehr oder weniger gegen Ingolstadt verloren. Was heißt sang- und klanglos? War nun 1-0, aber das war wehrhaft technisch von Mainz gefühlt 0-4. Aber gegen Gladbach dann wieder 2-1 gewonnen, was, ich meine, Gladbach selber ist es gerade nicht in der besten Phase, obwohl man das nach zwei Spieltagen auch nicht wieder beurteilen kann. Gladbach ist immer noch trotzdem noch eine super Mannschaft und ich meine, da 2-1 gewinnen, auch wenn die in einer schlechten Phase sind, das machst du auch nicht halt einfach im so vorbeigehen. Deswegen war das eine sehr, sehr gute Vorstellung, vor allem von den Außen von Clemens und von Jairo. Jairo heißt er, glaube ich, ne? Da war ich schon echt beeindruckt, dass er das nochmal geholt hat. Ich habe gedacht, Gladbach nach dem 4-0 gegen Dortmund, da kommen sie jetzt mal mit so einer Trotzreaktion. War nicht so, Mainz hat das gut gemacht, gewinnt 2-1, auch nicht unverdient. Deswegen Mainz gar nicht so schlecht dabei, obwohl sie gegen Ingolstadt verloren haben. Hannover gegen Darmstadt nur ein 2-2, das war schon mäßig erfolgreich. Und gegen Leverkusen dann trotzdem eigentlich nur 1-0 durch einen Freistoß von Çalhanoğlu zu verlieren. Das ist auch wieder nicht schlecht. Ich meine, das sind trotzdem nur ein Punkt nach zwei Spieltagen. Aber gegen Darmstadt war halt ein bisschen unglücklich, weil Darmstadt richtig heiß war und kannst du halt einfach nicht richtig einschätzen. Das wäre, glaube ich, vielen Bundesligisten am ersten Spieltag so ergangen. Ich meine, haben auch gegen Schalke 1-1 gespielt. Demnach müsste Hannover genauso gut wie Schalke sein. Und dann, wie gesagt, gegen Leverkusen nur 1-0. Lazio hat 3-0 verloren. Und da ging es eigentlich noch ein bisschen was mehr. Meiner Meinung nach. Deswegen Hannover nicht so schlecht, wie die Ergebnisse jetzt aussagen. Und Maxi und Ron sind ja sowieso im Stadion. Deswegen ist es eigentlich eine relativ eindeutige Sache. Ich würde einfach sagen, unentschieden 1-1, weil beide Mannschaften sich nicht wirklich viel nehmen. Beide Mannschaften sind schlechter gemacht worden, als sie gespielt haben. Und haben beide noch wirklich Potenzial und vor allem Möglichkeiten, besser zu spielen. Das Spiel hier war am Ende sehr, sehr lustig. Weil Mainz hat jetzt in der 88. eine Chance über Niederlechner. Der legt dann nochmal gut zurück auf Co. Und der nochmal raus auf Mali. Und der zieht nochmal rein. Und er zieht das 2-1 in der 88. Minute. Aber das Spiel war richtig witzig. Denn Mainz hat dann nochmal ein paar Minuten nach Hannover alles nach vorne geworfen. Mainz spielt nochmal einen guten Konter, mehr oder weniger nach dem Einwurf. Co. auf Niederlechner. Aber der will einfach nicht schießen. Und deswegen ist Zieler da. Und in der genau darauf folgenden Situation Uffe Becher auf links, den ich ja so gönnen würde, wenn er mal wieder, also wenn er überhaupt mal spielen würde. Und dann hier schlechter Kletterball, Schulz auf Erding, der wieder auf Schulz und Schulz, bam, 2-2. Das wäre schon ein cooles Ende, würde ich sagen. So, Mainz geht 2 Minuten vor Ende in Führung und Hannover macht dann trotzdem noch den Ausgleich in der 90. Eine Chance hatte Mainz dann auch noch über Co., der nochmal rausliegt auf Jairo und der mit einer Superflanke auf Niederlechner, der ziemlich groß ist. Und sich dagegen Marcelo durchsetzt. Aber Zieler mit einer super Parade. Und der hat eigentlich auch Hannover in diesem Spiel den Punkt festgehalten. Ich glaube aber auch, dass es ein Unentschieden ausgehen wird. Allein, weil an Zieler vorbeizukommen, ist schon eine Schwierigkeit. Aber ich glaube, einmal wird halt die Abwehr, die kann nicht über 90 Minuten fehlerfrei funktionieren. Das ist bei keiner Mannschaft eigentlich auf der Welt so. Und da wird dann halt einer Ball durchgehen. Aber Hannover hat die Moral, sich da noch gegen zu wehren und dann nochmal einen Unentschieden rauszuholen. Also ich sag da 1-1. Wir sind beim nächsten Spiel Augsburg gegen Ingolstadt. Also ein sehr südliches Derby mehr oder weniger. Ja, das Spiel war hier relativ witzig. In der 17. Minute ist Lex eingewechselt worden für den verletzten Hartmann. Und mit dem ersten Ballkontakt macht er gleich das Tor für Ingolstadt. Das fand ich schon witzig, obwohl es gegen mich war. Aber war schon eine schöne Geschichte für Lex. Was gibt's sonst zu den beiden Mannschaften zu sagen? Augsburg, letztes Jahr Überraschungsmannschaft schlechthin. Dieses Jahr gegen Berlin verloren 1-0, obwohl Berlin natürlich jetzt dieses Jahr auch noch nicht schlecht ist. Und ja, dann Punkt gegen, also eigentlich muss man sagen, 2 Punkte gegen Frankfurt verloren. Ja, es ist schon generell unglücklich, einfach in den letzten 10 Minuten noch ein Tor zu kassieren. Aber dann auch so, ich meine, Staffelidis, das war schon grenzwertig. Ich weiß nicht, wer hat ihn nochmal gefoult, in Anführungsstrichen. Auf jeden Fall, das war mit der offenen so, na. Also ich habe eigentlich gedacht, als die Szene war, okay, Freistoß, Spiel ist jetzt vorbei, hat der Schiedsrichter anders gesehen. Also da bin ich eigentlich mehr bei Markus Weinz hier, dass das ein Foul war, als kein Foul. Somit eigentlich ein Sieg für Augsburg. Und Augsburg ist nach wie vor eine super Mannschaft. Haben durch Baba, sag ich jetzt mal, ein bisschen Qualität verloren, aber den auch durch Staffelidis jetzt nicht ganz schlecht ersetzt. Wird man sehen, wie das auch funktionieren wird. Ingolstadt, ja, erster Spieltag gegen Mainz war, wie gesagt, super. 1-0 hätte keiner wahrscheinlich mit gerechnet, weil Mainz jetzt auch nicht so die schlechteste Mannschaft der Bundesliga ist. Aber dann 4-0 einfach zu Hause von Dortmund auf den Sack kriegen, ist auch keine Schande. Momentan hat der Gladbach auch gemacht, Ort Greenland kann da ein Lied von singen, obwohl die 2 Tore geschossen haben. Also da nochmal Props an Ort Greenland.
Ist auch schwer einzuschätzen. Ich meine, meiner Meinung nach auch beide auf einem Level. Es gibt viele Mannschaften, die momentan einfach auf ein und demselben Level sind. Deswegen kann ich das da echt schwer einschätzen, ob da einer ein Favorit ist oder eher doch nicht. Ist momentan echt nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Aber ich würde fast schon behaupten, dass in diesem Spiel, also wenn einer ein Favorit ist, dann natürlich mehr oder weniger Augsburg natürlich. Und ich will nicht schon wieder unentschieden sagen. Ich habe jetzt schon Schalke gegen Wolfsburg, also Wolfsburg gegen Schalke unentschieden gesagt und jetzt Mainz gegen Hannover. Da habe ich übrigens 2-2 gesagt, gucke ich gerade nach, dass ich euch keine Scheiße erzähle. Also Schalke habe ich 1-1 gesagt, das war auch richtig. Köln 1-0 gegen Hamburg war auch richtig, aber 2-2 Hannover gegen Mainz, da bin ich sogar bei FIFA mal mit dabei. Könnte ein interessantes Spiel werden. Augsburg gegen Ingolstadt würde ich 2-1 sagen, wenn ich mich entscheiden müsste. Weil Augsburg, den traue ich einfach noch genug zu, dass die da auch gegen Ingolstadt gewinnen. Ich meine, Ingolstadt ist keine schlechte Mannschaft, aber die werden schon schwer haben, sich da gegen schon etablierte Augsburger durchzusetzen, weil das ist einfach keine schlechte Mannschaft, hat die letzte Saison auf jeden Fall gezeigt. Kommen wir zu Darmstadt gegen Hoffenheim und ich meine, man muss sagen, Hoffenheim ist momentan 16. Nach 12 Spieltagen heißt das natürlich nichts, aber sind natürlich eine von den drei Mannschaften, die alle beiden Auftaktspiele verloren haben. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Auftaktspiele gegen Leverkusen und gegen Bayern waren und dabei darf man nicht vergessen, dass die Spiele von Hoffenheim jeweils richtig gut waren. Haben beide Male geführt, auch wenn es gegen Bayern natürlich ein bisschen glücklicher war. Aber trotzdem, es waren super Auftritte, hätten gegen Bayern auch gewinnen können, hätten gegen Leverkusen auch gewinnen können, obwohl zum Ende in der zweiten Halbzeit Leverkusen dann deutlich besser war. Also Hoffenheim dieses Jahr eine sehr, sehr gute Mannschaft, haben eine super Truppe dieses Jahr zusammengekriegt. Also da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen in Acht nehmen, denn die sind dieses Jahr, glaube ich, gar nicht mal so ungefährlich. Darmstadt, zwei Überraschungspunkte natürlich als schlechtester Aufsteiger gegen Hannover und vor allem gegen Schalke geholt, auch nicht schlecht, aber ich weiß halt nicht, ob das für Hoffenheim reicht. Hoffenheim geht hier gerade in der 32. Minute durch Volland, irgendwie komisch in Führung, der Kopfball hätte Martini auch halten können. Martini ist sowieso so eine Sache, ich finde ihn ja eigentlich ganz gut. Allerdings, bei so scharfen Flanken, ist mir jetzt in den zwei Spielen aufgefallen, der segelt ja so dermaßen oft einfach am Ball vorbei. Es ist super lustig, aber das ist nicht so gut. Da ist beispielsweise das 2-2 auch gegen Hannover entstanden, dass er da so sensationell einfach am Ball vorbei gesegelt ist. Wenn er rauskommt, muss er den Ball haben, hat Martin ja noch nicht ganz so begriffen, diesen Spruch. Ist kein schlechter Torhüter an und für sich, aber hat halt hin und wieder noch Fehler drin. Man muss sagen, die Bundesliga ist nun mal ein ganz anderes Pflaster als die dritte oder zweite Liga gar. Deswegen, ja, die Defensive generell von Darmstadt ist nicht immer sattelfest. Also da kann man schnell mal Lücken finden. Nach vorne spielen die auch einen super Fußball. Aber ich glaube, den kann man auch, wenn man sich da ein bisschen mehr drauf einstellt und sie nicht unterschätzt, auch schneller abschalten, als es Darmstadt lieb wäre. In diesem Spiel übrigens Martinia, der Gott in Person, hat so viele Bälle für mich gehalten. Aber Hoffenheim für mich natürlich hier der glasklare Favorit. Auch hier super Pass eigentlich von Niemeyer auf Wagner, aber der trifft einfach nicht. Ich muss sagen, in Deutschland hat sich auch, wenn ich gerade von Niemeyer und Wagner rede, super verstärkt. Haben sich halt einfach so ausgemusterte Spieler von etablierten Bundesliga-Vereinen geholt. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das eigentlich nicht funktioniert. Also doch, dass es funktioniert, weil es gar nicht mal so teuer ist. Darmstadt hat kein Geld, aber ich glaube, das könnte insgesamt dann doch eine ganz weitreichende Taktik sein. Aber trotzdem würde ich sagen, gegen Hoffenheim gibt es dann die erste Bundesliga-Niederlage für Darmstadt. Hier gewinnt Hoffenheim 1-0 am Böllenfalltor. Ich sage, das geht ein bisschen höher aus und sage 3-1 für Hoffenheim. So, das war der erste Part des dritten Spieltags FIFA-Orakel. Ich tippe, wie es vielleicht ausgehen könnte, Videos. Morgen, wie gesagt, morgen Vormittag, so gegen 12 oder so, sollte dann der zweite Teil kommen mit Stuttgart gegen Frankfurt, Bayern gegen Leverkusen, Dortmund gegen Berlin und Bremen gegen Gladbach. Wenn euch das Video gefallen hat oder das ganze Prinzip dieser Videoserie, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare oder lasst ein Like da, wie auch immer. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, bin ich super offen für, auch alles in die Kommentare. Und wenn euch die Serie nicht gefällt, sagt einfach, Digga, lass es sein, das führt zu nichts. Und wie gesagt, wenn euch eure Tipps auch, also wenn ihr sagt, boah, der Typ, der hat überhaupt keine Ahnung von Fußball, ich tippe das jetzt, dann tippt das auch einmal in die Kommentare. Und wie gesagt, Spieltagsprognose könntet ihr dann dabei sein. Sonst, ja, gibt's sonst nichts zu sagen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Restfreitag und viel Spaß bei Wolfsburg gegen Schalke. Hoffentlich geht's unentschieden aus. Und dann sage ich, vorübergehend zumindest, ciao.